In diesem Video schauen wir uns die Bedeutung der Tarotkarte 6 der Münzen an. Münzkarten werden den Erdzeichen zugeordnet, Stier, Jungfrau, Steinbock. Und Münzkarten repräsentieren Wertvolles, Werte, Materielles, Finanzielles, Werte eben im Inneren und Äußeren. Schauen wir uns die Karte an. Da sind zwei Personen, es können Bettler sein, auf jeden Fall sind die Personen nicht gut gestellt. Und ein Mensch, der ihnen etwas gibt, eine Waage in der Hand hält und die ganze Szenerie ist von diesen 6 Münzen quasi umrandet. Das heißt also, hier ist jemand sehr großzügig, stiftet Wert. Ja, das ist eine Karte, die auch sehr, sehr deutlich ausdrückt, dass es um innere und äußere Werte geht. Ja, man muss erstmal die Großzügigkeit, den Wert, die Nächstenliebe mitbringen, um überhaupt abzugeben, und dann gibt man hier etwas Materielles ab, und um eben Menschen damit zu helfen. Aber wir sehen auch, hier sind 3 Personen und nicht ganz auf Augenhöhe. So, und das ist auch im Grunde das, was die Karte repräsentiert. Die Karte steht für Großzügigkeit, für die Bereitschaft, Ressourcen zu teilen, ein Akt des Gebens und des Empfangens, aber eben auch ein bisschen ein Ungleichgewicht, beziehungsweise man versucht hier etwas ins Gleichgewicht zu bekommen. Die Karte symbolisiert eine Phase der Aufwärtsbewegung in finanziellen, materiellen, emotionalen Angelegenheiten. Es könnte bedeuten, dass man in der Lage ist, Wohlstand zu teilen oder dass Hilfe und Unterstützung in Zeiten der Not verfügbar sind. Die Karte ermutigt uns eigentlich dazu, großzügig zu sein, sowohl materielle als auch immaterielle Ressourcen zu teilen und ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu finden. Ja, wir sehen hier die Waage in der Hand des Gebers. In Bezug auf Persönlichkeit kann die Karte 6 der Münzen darauf hinweisen, dass man sich in einer Position der Stärke und des Überflusses befindet und dass es eine gute Zeit ist, etwas von seinem Wohlstand mit anderen zu teilen. Ermutigt uns auch dazu, die eigenen Fähigkeiten, Ressourcen oder auch Zeit, ja, das Wertvollste, was wir hier in dieser physischen Welt dann überhaupt haben, großzügig einzusetzen, um anderen zu helfen, beziehungsweise zeigt es an, dass auch Hilfe von außen kommen kann, auch hier wieder, sei es finanziell, emotional oder in Form von Rat. Es erinnert uns daran, dass es in Ordnung ist, Unterstützung anzunehmen, wenn sie angeboten wird, und das Geben und Empfangen auch immer in einem ausgewogenen Verhältnis stehen sollen. Gleichzeitig betont die Karte die Bedeutung von Fairness, von Gerechtigkeit. Es ist also wichtig, ressourcengerecht zu verteilen und sicherzustellen, dass die Hilfe, die man gibt oder erhält, auf einer soliden Grundlage steht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie bei jeder Karte, welche Frage wurde gestellt, welche Karten liegen drumherum, ja, weil man darf den Aspekt der Augenhöhe nicht vergessen, ja. Hier hat einer, ich sag mal, Oberwasser im Vergleich zu 2 anderen. Das heißt also, es kann auch sein, dass in einer Beziehung zum Beispiel keine Augenhöhe herrscht oder dass der eine vom anderen in irgendeiner Art und Weise finanziell oder emotional abhängig ist. Kommt immer ein bisschen drauf an, welche Karten liegen drumherum. Insgesamt aber, fassen wir hier zusammen, verkörpert die Karte 6 der Münzen die Energie der Großzügigkeit, Gleichgewicht, Ungleichgewicht und der Hilfe. Die Karte ermutigt uns dazu, großzügig zu sein, wenn man kann, und Hilfe anzunehmen, wenn man sie braucht, um ein harmonisches Gleichgewicht in finanziellen, materiellen, zwischenmenschlichen Beziehungen zu schaffen. Und sich aber, das ist so ein bisschen immer die Warnung, ich betone das immer, weil das oft vergessen wird bei der Karte, je nach Kontext, aber eben auch sich nicht in Abhängigkeiten zu begeben oder jemanden abhängig zu machen. Augenhöhe ist das Stichwort. Meine Lieben, wenn ihr mehr zu der Karte erfahren wollt, weitere tiefgehendere Informationen, klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Der führt euch zu meinem fast 660-seitigen Lern-E-Book. Da findet ihr ganz, ganz viele weitere Informationen zu Zeitqualität und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel zu allen Karten. Wenn das also was für euch ist, dann schaut da mal vorbei. Ansonsten packt eure Intuition immer mit ein beim Kartendeuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, viel, viel Spaß beim Tarot lernen weiterhin. Für euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.